Irgendwie einsam hier hinten. Hilf mir mal! Upsi, Pupsi. Da bin der Pool. Dad. Wieso der fächer dort Anzug, Mr. Pool? Weil Weihnachten ist, Dopinder, und ich bin hinter jemandem her, der sehr unartig war. Ihr denkt jetzt vermutlich, das ist ein Superheldenfilm, aber der Typ im Anzug hat aus dem anderen gerade einen scheiß Kebabspieß gemacht. Überraschung, das ist eine andere Superheldengeschichte. Um sie richtig zu erzählen, müssen wir zurück, bevor ich meinen Arsch im Ganzkörperkondom gepresst habe. Mr. Wilson, bei Ihnen wurde Krebs im Endstadium festgestellt. Wir schaffen das. Was wäre, wenn wir Sie heilen und Ihnen Fähigkeiten verleihen würden, von denen die meisten Menschen nur träumen können? Dann würde ich sagen, klingt nach Dauerwerbesendung, aber einer ganz miesen, nicht küchenhobelmäßig, mehr Dressing-Shaker. Falls ich dich nie wiedersehe, ich liebe dich. Wenn ich fertig bin, werden Ihre mutierten Zellen alles heilen. Aber Sie denken immer noch, wir machen Sie zum Superhelden. Wir machen Sie zum Supersklaven. Ach komm schon, lässt du mich jetzt hier ganz allein mit dieser armseligen Catwoman? Was auch immer die mit mir gemacht haben, ich bin jetzt total unkaputtbar. Und absolut... Du... Unfickbar. Du siehst aus, als hätte dir Shrek zwischen die Schultern geschissen. Ich wollte nicht super sein. Und ich bin kein Held. Aber wenn du mitkriegst, dass dein schlimmster Feind hinter deinem Mädchen her ist, ist es höchste Zeit, ein scheiß Superheld zu sein. Voll in die Eier! Musik ab! Wir können sowas nicht zulassen, Deadpool. Ich habe keine Zeit für deinen X-Men-Schwachsinn, Kolossus. Außerdem, niemand wird verletzt. Der Typ war schon vorher da oben. Ich habe viele Rollen gespielt. Jungfrau in Not ist keine davon. Zeit für ein paar Chimichangas. Kennen Sie diesen Mann? Ich sag das sonst nie. Aber nicht schlucken. Scheiße. Hab ich den Herd angelassen? Hey, du bist mir zu krasser Kerl, deshalb habe ich ihn dabei. Ich meine, deshalb habe ich sie dabei? Klar, mach dein Tweet fertig. Das, kein Ding. Eine Sekunde. Schnapp sie dir, Tiger. Oh, der die auf einem Abschlussball flachlegen will, tut mir jetzt schon leid. Let's go, give it to you.